Herzlich willkommen. Ja, dieses Video ist ein Experiment. Und ja, ich bin abhängig davon, von dir Rückmeldung zu erhalten, inwieweit das bei dir angekommen ist. Ja, die Woche der Liebe und heute eben das eher Körperliche. Und dazu möchte ich ein kleines Video jetzt hier machen und möchte dich auffordern zu schauen, inwieweit das ja für dich umsetzbar ist und inwieweit du da mitgehen kannst, das ausprobieren kannst. Ja, ich habe ja hier mein T-Shirt an, entdecke die heilsame oder heilende Kraft einer Berührung. Und ja, wenn mich jemand liebevoll berührt, liebevoll umarmt, dann kann ich das spüren. Und dazu möchte ich dich jetzt auffordern, dass du einfach einmal die Augen schließt und dann ja, dir vorstellst, dass ich dich jetzt liebevoll umarme. Halte. Wir dann vielleicht irgendwann sogar in einer Art gleicher Taktung atmen. Und ich dann anfange, dich sanft zu berühren, zum Beispiel die Arme entsprechend entlang zu berühren, und das ja kannst du natürlich auch umsetzen, indem du dich selber in den Arm nimmst und selber langsam, achtsam dich berührst, spürst, wie weit da eine Sensation, ein Gefühl spürbar ist, was eben im Normalfall nicht passiert, wenn wir uns so kurz berühren. Und spür einmal, was das macht, wenn da unterschiedlicher Druck da ist, wenn ich ein wenig fester drücke und du das quasi bei dir selber auch machst. Und dann ganz sanft berühren. Immer, immer weniger und ganz sanft, langsam, entsprechend vielleicht nur eine Stelle, ein Arm berühren, möglichst direkt auf der Haut, sodass du wirklich die Berührung gut spüren kannst. Und ja, schau einmal, was das macht, wenn du nur mit den Fingerspitzen berührst, darüber fährst, über den Arm. Nimm dir Zeit, das genaue Gefühl zu spüren. Gibt es irgendwelche Stellen, die in irgendeiner Form empfindlicher sind? Zum Vergleich, starte doch einmal eine Berührung im Gesicht. Vielleicht machst du es beidseitig, gleichzeitig oder immer mal abwechselnd.
berühren, mit den Fingerspitzen berühren. Und spür mal, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Wo ist da ein besonderes Gefühl? Vielleicht kurz bevor die Fingerspitzen dein Gesicht berühren, spürst du schon etwas. Ganz sanft aufsetzen, langsam. Sanfte Berührung mit den Fingerkuppen. Ein bisschen mehr Zeit lassen, damit die, ja, das Gefühl verebben kann, sodass jetzt wieder neu eine genauere Information wahrgenommen werden kann. Und dann lass einmal kurz die Hände sinken, spür nochmal nach diese Berührung. Also du hast sie sehr wahrscheinlich automatisch dann auch sehr liebevoll ausgeführt. Du hast dir selber Liebe gegeben. Dankeschön. Damit machst du dir ein Geschenk und auch der Welt ein Geschenk. Denn das könnte dazu führen, dass du heute zufriedener bist. Dass du automatisch die Mundwinkel ein wenig nach oben gezogen hast. Und dann nimm dich gerne nochmal selber in den Arm zum Abschluss. Ich bedanke mich bei dir für dein Mitmachen, für vielleicht auch nur Anschauen. Und vielleicht magst du es jetzt dann ausprobieren und magst mir deine Erfahrung schildern, gerne unter dem Video oder natürlich auch gerne persönlich. Am besten nimmst du eine der E-Mails, die auf meiner Homepage miracura.de zu finden sind. Danke dir und wünsche dir alles, alles Liebe. Ich liebe dich. Fühl dich geliebt. Bis dann.